Okay, warte mal, wir haben eine Komplettlösung. Schlagzeug bei dem Projekt, aber sonst auch so ziemlich alles, was Saiten hat. Okay, cool. Ich habe mal ein bisschen Gitarre gelernt und dann aufgehört und dann Geige angefangen und dann aufgehört. Und dann habe ich mir selber Flöte beigebracht. Das ist leicht. Habe ich dann aber wieder aufgehört. Und dann habe ich Japanisch gelernt, aber wieder aufgehört. Dann habe ich Biologie studiert, habe aber wieder aufgehört. Ha, ein Wunder, dass ich den Kanal jetzt schon seit 4 Jahren mache. Dann habe ich Bildungswissenschaften studiert, habe aber wieder aufgehört. Okay. Cutgas Komplettlösung. Eine wirklich knifflige Mission, denn ohne den Dreck weg kannst du nicht die Lava entfernen. Also musst du dir einen anderen Weg suchen, den Bürgermeister zu befreien. Gehe dazu am rechten Rand bis. Warte mal ganz kurz. Gehe damit am rechten Rand bis zur anderen Seite des Grundstücks. Dort, bei der dunklen Palme, ein Loch in der Erde. Ah, diese Löcher in der Erde. Ich dachte mir schon, die sind komisch, aber ich dachte, die gehören zu irgendeiner anderen Mission. Dann versuche ich es mal von da aus. Querflöte, das ist aber eigentlich ein cooles Instrument, finde ich. Jetzt spielt der Mario Sunshine hat gedanklich schon Feierabend. Ja, das stimmt. Am liebsten würde ich hinschmeißen und endlich mit Galaxy anfangen. Aber nein, endlich bringe ich mal was zu Ende in meinem Leben. Und wenn es nur Mario Sunshine ist. Düdüt. So, gehen wir mal hier rein. In die gute Stube. Ah, ja. Ach. Was? Schaut euch das nicht an. Eine komplette unterirdische Gittertunnelwelt des Todes. Tödliche Tunnelgitterwelt. Aber wie komme ich denn hier jetzt weiter? Ach. Ich muss euch was gestehen. Ich bin Landsquid Birdrider. Sag ich dann, wenn ich die Brille abnehme. Und sonst bin ich immer so ein ganz anderer Charakter. Und sonst bin ich dann immer so tollpatschig und. Nee, nee, ich bin ja quasi, weil ich als Landsquid Birdrider so tollpatschig und verplant bin, bin ich dann immer total organisiert und ordentlich und alles, wenn ich die Brille aufhab. Und dann nehme ich die Brille ab und meine wahre Macht. Ah, man sieht sogar, wenn man über die Brücke läuft. Guckt, dann entfaltet sich die wahre Macht in mir. Meine Superkraft. Der Wahnsinn. Die Planlosigkeit. Hey! Mario Münze, blaue Münze wollte ich sagen, ist beides richtig. Da sind einige Löcher in dem Level, aber wird schon passen. Nehmen wir das erstmal. Genau, it's not even my final form. Weil dann rasiere ich mit dem Bart weg. Und dann geht's erst richtig los. Nein, jetzt kommt ja auch noch irgendein Gegner. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Cool, okay. Peace. Na super, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir. Ah, ganz in der Nähe von diesem. Oh, ganz in der Nähe von diesem Dingy. Na, dann gehe ich mal nochmal runter und schauen wir nochmal, was hier noch. Aber hier geht es nicht weiter. Oh Gott, wir sind voller Lava. Das kann nicht gesund sein, Mario. Hier stimmt was nicht.
Okay, irgendwie müssen wir von hier irgendwo anders hin, glaube ich. Also zumindest, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie wir sonst jetzt hier... Keine Ahnung. Ach was, hier geht's einfach weiter, oder wie? Nee, Kamera. Jetzt sei halt mal bitte nicht so bescheuert. Danke, okay. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, dann war das vielleicht einfach von Anfang an das falsche Loch, in das wir gehüpft sind. Ah, wir kommen aber nicht mehr zurück. Oh Gott. Halt, ist da ein Geheimgang? Da war gerade ein Fragezeichen kurz. War vielleicht der Gegner? Machen Gegner Fragezeichen? Bin mir nicht sicher. Warum sterben wir nicht? Okay. Nein, Mario, nein, es lief so gut. Ich dachte, nein. Die Mission ist ja echt mal was anderes. Wenn nicht sogar echt ein bisschen nervig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du den Bart abmachst, die abonniere ich dich. Hey, ich sehe ohne Bart so seltsam aus. Ich habe vor, na, ist bestimmt auch schon wieder 5 Jahre oder so her, habe ich den Bart mal komplett wegrasiert, mal wieder. Einfach mal so aus, ne, Laune heraus. Und das ist das Gesicht eines Fremden, in das ich dann blicke. Das ist super, super seltsam. Jetzt gehe ich wirklich mal. Jetzt suchen wir uns mal. Es gibt ganz viele andere Löcher auf der Karte, habe ich schon gesehen. Suchen wir uns mal ein anderes. Hier zum Beispiel. Gehen wir mal in das da. Okay. Wenigstens schickt mich das nicht auf irgendeine ewig lange Kletterreise, von der es kein Zurück mehr gibt und die sicher mit dem Tod endet. Komm schon, das schaffen wir. Nein, das geht wirklich in Sunshine überhaupt nicht, dieser Damage Boost. Das ist gemein. Man springt sogar immer in die entgegengesetzte Richtung. Also wirklich, die sind schon gemein, die Entwickler von dem Spiel. Ich schau mal, ob da ein paar Münzen sind, die helfen gegen dieses nervige Bling-Bling-Geräusch. Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann halt keine Münzen. Ich will eure blöden Münzen eh nicht. Können wir gestohlen bleiben. Ah ja, hier ist noch ein Loch und da steht einer daneben und guckt so komisch. Das ist wahrscheinlich das entscheidende Superloch. Wäre so lustig gewesen, wenn ich jetzt einfach in die Schlucht gefallen wäre, weil es ein Fallen, Fake-Loch ist. Zum Glück war es aber nicht so. Aber lustig wäre es schon gewesen. Düdüt. Elektroschildkröte, bleib doch mal auf deiner Seite. Okay, Spiel, ich vertraue dir. Mach jetzt keinen Blödsinn. Yippie, wohin denn jetzt, mein guter? Mein guter Mario. Oh mein Gott. Wenn ich nur ungefähr eine Ahnung hätte, wo wir eigentlich hin müssen, das würde mir so helfen.
Ich glaube, ich muss runter, oder? Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier irgendwie an die Wand. Ja, okay, gut. Soweit so gut, soweit so gut. Jetzt an die Decke. Kamera, auf mit dem Blödsinn. Danke. Oh, stecke ich fest auf einmal, auch nicht schlecht. So ein Scheiß, ey. Das ist wirklich auch schon wieder. Ich meine, ich habe jetzt den falschen Knopf gedrückt. Aber das Spiel ist ja auch wirklich dämlich, finde ich. Das ist so eine Kleinigkeit, sowas nervt mich einfach. Weil wenn ich gegen... Also wenn ich durch vertikale Türen durch will, dann muss ich Y drücken. Hänge ich aber quasi vertikal dran, also an der Decke, an so einer vertikalen Plattform, also an der horizontalen meine ich, dann lasse ich mich auf der Taste, wo ich seitliche Türen öffne, plötzlich fallen. Da muss ich dann plötzlich B drücken. Warum denn? Ich muss B drücken, wenn ich nach oben will und Y, wenn ich Türen nach vorne... Und warum ist das nicht die gleiche Taste, die alle Türen öffnet? Das ist mir schon so oft passiert, dass ich da die falsche Taste drücke. Und dass dann auch noch die Tür, die eine Art von Türen öffnet, in den Tod führt, wenn man andere die falschen... Ach, es ist einfach nicht gut. Ich finde es einfach nicht gut gemacht hier. Es ist keine klare Kommunikation mit dem Spieler. Finde ich nicht gut. Warum lasse ich mich auf Y fallen? Auf B sollte fallen lassen sein. Immer. Immer in jedem Spiel. Ich könnte mich so ärgern über Mario Sunshine. Düdüt. Ich habe keine Zeit. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt durch dieses Level. Gebt mir alle aus dem Weg, bitte. Dankeschön. Danke für eure Kooperation. Genau hier. Denn nochmal zum Verständnis. Jetzt geht der automatisch wieder an diese Plattform. Oh Gott. Wenn ich das Ding bewegen will, dann muss ich beispielsweise Y drücken. Hänge ich aber an der Decke und drücke Y, dann bin ich tot. Und das ist ein bisschen doof. Weil ich finde, beim Klettern sollte es eine einheitliche Steuerung einfach geben. Ich versuche das jetzt noch einmal. Und dann ist Schluss. Also es ist sowieso Schluss jetzt dann. Ob ich es schaffe oder nicht. Je nachdem. Wenn ich es schaffe, ist noch ein bisschen länger. Und wenn ich jetzt gleich sterbe, dann ist ein bisschen früher Schluss. Kriege ich schneller meine Pizza. Höchste Zeit fürs Abendessen. Fürs Mittagessen eigentlich. So gesehen. Au. Das stimmt. Ich bin zurzeit auch ein Fan davon, den Bart relativ kurz zu halten. Also, so wie halt jetzt, so relativ kurz. Weil zu langer Bart ist schwierig, finde ich. Bei mir wird der auch so struppig. Das sieht nicht schön aus. Ich habe keine schöne, lange Bartstruktur. Ich habe auch schon ganz viel probiert mit Bartwachs und Bartölen. Hilft alles nicht so wirklich bei mir. Das würde einfach mit Lava an unserem Körper rumklettern und Mario ist cool damit. Schon nicht schlecht, ey. So ein Mario ist schon krass. Warum springen wir denn hier? Von den Schaukeln springt man dann auch noch so hoch und das Spiel kommuniziert nicht mit einem. Warum? Warum springt man von diesen Schaukeln plötzlich so hoch? Ich werde wahnsinnig mit Mario Sunshine. Ich finde es einfach echt in so vielerlei Hinsicht nicht besonders gut. Das macht viele Sachen, wo ich mir echt denke, the fuck Mario Sunshine? Warum?
zu der Kamera oben. Ach naja, okay. Genug gejammert. Ich bin nur hungrig. Das ist eigentlich das ganze Problem. Okay, Achtung. Jetzt drücke ich springen. Weil das muss man machen, damit man hier hochkommt. Sodala. Das sieht vielversprechend aus. Oh, komm schon. Oh, Gott sei Dank. Nee, es muss auch gar nicht sein. Ich bin absolut glücklich mit meinem Bart. In der Länge. Das passt schon. Soll ich über den Baum gehen oder so? Weil ich komme irgendwie nicht hoch. Und woher kommt eigentlich die blöde Lama? Und was zur Hölle ist überhaupt los in dem Level? So, Bürgermeister, wo ist er denn jetzt? Ah, da drüben. Ich komme... Wird schon gerettet eigentlich? Muss ich dich noch einseifen, einspülen, abwaschen? Das wollte ich sagen. Oh Gott, ey, Hilfe. So. Geschafft. Schön, hatten wir wenigstens noch einen schönen Abschluss heute. Mensch, ich hätte echt gehofft, dass wir heute mit Sunshine sogar fertig werden, ne? Viel hätte nicht mehr gefehlt. Aber jetzt ist Feierabend. Donnerstag ist dann Random Stream. Mit einem so geheimen Special-Spiel, dass nicht mal ich weiß, was wir da spielen werden. Aber es wird was Neues. Was noch nie zuvor da gewesen ist. Und nächsten Dienstag... Ach ja, mal schauen. Mal schauen, wie es nächsten Dienstag weitergeht. Da ist wieder ein ganz normaler, regulärer Sepuloni-Spiel, auf was er gerade spontan Bock hat, Stream. Vielleicht spielen wir tatsächlich Mario fertig. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Kommt drauf an, auf was ich nächsten Dienstag Bock habe. Na dann, Leute, danke fürs Zusehen. Und ich meine Freitag. Donnerstag ist immer Freitag. Ab jetzt, wenn ich sage Donnerstag, Freitag. Immer, immer, egal um was es geht. Ah, der Donnerstagstream am Freitag, genau. Ah, das ist gar keine blöde Idee, um die Verwirrung perfekt zu machen. Nenne ich den einfach weiterhin Donnerstagstream. Das ist weiterhin der Donnerstags-Special-Stream am Freitag. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao.